Selbst da würde ich mich auch so, oh, ich würde mich so zusammenreißen. Hallihallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das ist Folge Nummer 2, denke ich. Wir machen es uns gemütlich. Ich komme mal ein bisschen vor, sonst sackt man voll ein hier in der Couch, wenn ich noch weiter nach hinten gehe. Naja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ihr habt schon im Titel so ein bisschen gelesen, worum es geht. Ich habe mir hier einen Tee gemacht. Macht euch auch gerne einen Tee, denn wir werden jetzt wieder ein bisschen Meinung austauschen. Besser gesagt, ich sage euch meine Meinung. Ihr könnt unten eure Meinung kommentieren oder einen Tipp geben oder wie auch immer. Denn die Probleme oder die Situation, worüber ich heute rede, ich glaube, die finden immer mal wieder statt im Leben. Nicht in jedermanns Leben, aber die finden statt im Leben. Naja, bevor wir anfangen, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann fangen wir direkt an. Ich setze mich so ein bisschen so zur Seite, weil ich hier Frage oder was auch immer, ich will Aussage, Frage einblenden werde. Genau, ich suche mir auch für die, die vielleicht neu sind, ich suche mir über der Seite gute Frage, suche ich mir so Fragen raus und die ich meine sind interessant, wo ich meine Meinung mit abgeben will und teile das in diesem Video. Ihr findet die Sache auch, die gibt es, sind auf der Plattform online und genau, es ist so ein kleines Format, das ich mir überlegt habe. Genau, das dazu. Oh Gott. Okay, so. Ihr habt schon im Titel so ungefähr gelesen, worum es geht. Ich blende hier den Text ein. Wie gesagt, bei Gute Frage, das ist alles anonym. Also ich habe da keinen Namen, ich sehe da keinen Namen. Das ist alles anonym gestellt. Jedenfalls sagt die Person, das ist so ein bisschen ein etwas längerer Text, aber wir gehen ihn durch. Warum ist es schlimm, die Beziehung über SMS oder WhatsApp, Facebook, Instagram zu beenden? Das ist die Hauptfrage. Also die Person schreibt, hey ihr Süßen, ich gehe mal davon aus, das ist eine Frau, weiblich. Warum ist es so schlimm, eine Beziehung über WhatsApp, egal worüber, zu beenden? Warum muss man der Person es immer persönlich sagen, da es besser kommt? Was ist daran besser? Eine Trennung ist eine Trennung. Eine 2 ist immer noch eine 2. Was? Eine 2 ist immer noch eine 2, auch wenn sie geschrieben oder gesagt wurde. Die Entscheidung wurde getroffen, wie auch immer. Warum finden Leute das peinlich und meinen, man hätte keine Eier oder Tee, keine Ahnung, was das heißen sollte, Tee, keine Eier oder kein, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist doch egal, wie man es findet. Das Problem ist, dass hier Schluss ist. Ich finde es wichtig, dass es überhaupt gesagt wurde. Egal wie und wo, weil es ändert doch nicht. Was bringt es noch zu diskutieren? Wenn Schluss ist, ist Schluss. Wie auch immer. Wenn der Partner es nicht persönlich sagen kann, dann muss man sich nicht vorstellen, dann ist er nichts wert. Wichtig ist doch, dass Schluss ist. Gut ist doch, dass die Methode entworfen wurde. Wenn man sich nicht traut, etwas zu beenden, persönlich im Gespräch, dann ist doch wichtig, dass man es überhaupt beendet hat, bevor man jemanden vorgibt, noch verliebt zu sein. Hauptsache ist doch, dass die Wahrheit geflossen. Wo stand das? Geflossen ist. Wie auch immer. Was vorzumachen, weil man sich nicht traut, wird doch alle noch trauriger machen. Was denkt ihr? So, oder was denke ich, heißt es jetzt. Also Leute, okay? Also, ich werde auf diese Sachen antworten, nachdem wie sie es so ein bisschen hier sagt. Es ist einfach direkt drauf losgetippt. Sie schreibt, wie als ob sie redet. Okay, also meiner Meinung nach, zuallererst sage ich gleich, eine Beziehung per WhatsApp, SMS oder Facebook, Instagram, was auch immer zu beenden, geht gar nicht. Okay? Ein Date, jemanden, den du datest, per Facebook, sonst irgendwas, zu sagen, hey, ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen, ist was anderes. Aber wir gehen jetzt hier davon aus, es ist eine Beziehung. Okay? Die Beziehung ging vielleicht... Also, ich muss mal auch dazu sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, Beziehung ging jetzt mehr als einen Monat, oder? Also bei einem Monat, ich weiß nicht, ich glaube, es ist egal, wie lange es ging. Wenn es schon eine Beziehung war, wenn man sich entschieden hat, in eine Beziehung zu gehen, sie dann online zu beenden. Ich denke auch nicht, okay, egal, wir brechen das jetzt hier mal auf. Warum ist es nicht so schlimm, eine Beziehung online zu beenden? Warum muss man das immer persönlich sagen? Weil, und das kommt besser, weil erstmal denke ich, zum einen hat der andere das Recht, das ist persönlich. Persönlich, das sagt schon das Wort, das ist intimer, persönlicher. Ihr wart in einer Beziehung, das so zu beenden ist wie, also ich finde das, wie gesagt, das ist eher etwas, wenn man jemanden gedatet hat. Da macht man per WhatsApp, Facebook, was auch immer. Sagt man vielleicht, ey, der Funke ist nicht übergesprungen, habe ich auch schon gemacht.
Aber online eine Beziehung zu beenden geht gar nicht. Und sie sagt, oder die Person sagt, eine 2 ist immer noch eine 2, was, auch wenn sie geschrieben oder gesagt wurde. Nein, das ist nicht so. Nicht bei so einem wichtigen, also es ist, ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Du würdest auch nicht wollen, dass, wenn eine schlimme Nachricht kommt von wegen dein Arzt, ja? Du hattest eine Untersuchung und der Arzt sagt zu dir, schreibt dir, ich muss Ihnen sagen, Sie haben Krebs. Fertig. Er schreibt dir, ja? Dann ist doch auch, er hat es doch geschrieben. Wieso sollte er sich nochmal dich ins Krankenhaus rufen oder in seine Arztpraxis rufen, um dir, weil da geschriebenes, ich finde das auch generell, geschriebenes ist nicht dasselbe, wie mit jemandem persönlich zu sprechen. Wenn du mit jemandem sprichst, es zählt da auch die Mimik, die Mimik, wie er Sachen sagt, die Stimme und. Das kannst du nicht in einem Text wiedergeben. Das ist dasselbe. Warum, wenn man sich bewirbt irgendwo, ne? Wenn man sich irgendwo bewirbt. Sie laufen zu einem Einstellungsgespräch ein. Wusstet ihr, Einstellungsgespräche werden geführt, um mit der Person, die Person, die man einstellen möchte, persönlich kennenzulernen, persönlich zu gucken, ob die auch so passt. Gerade was freie Marktwirtschaft angeht, teilweise. Bewerbungsgespräche sind dafür da, um die Leute auch persönlich kennenzulernen, persönlich zu sehen, persönlich. Man ersieht auch irgendwo auch so einen Charakter. Nur mal das, also das wäre auch nochmal für mich so ein Grund. Man will jemanden persönlich, also es ist was Persönliches. Warum finden Leute das peinlich und meinen, hätte keine, ja, hat's auch nicht. Es ist sehr, also ich würde sagen, nicht unbedingt erbärmlich, aber es ist halt, es geht einfach nicht so. Die Person muss dir mehr bedeutet haben als per, das ist so wie hingeworfen, ich weiß nicht. Das ist so, nein, das ist nicht okay, auf gar keinen Fall. Auch wenn die Entscheidung getroffen worden ist, weil manchmal hast du eine Entscheidung getroffen, ja? Sagen wir mal, du willst Schluss machen und schreibst das. Aber vielleicht wärst du nicht so weit gekommen oder vielleicht willst du Schluss machen wegen einer Sache, die dann am Ende, hättest du mit der Person gesprochen, ein Missverständnis gewesen wäre oder sowas. Aber das kannst du gar nicht rausfinden, weil du einfach nur geschrieben hast. Und oftmals, wenn man schreibt und meint, wie auch hier irgendwo im Text, wo es hieß, egal wie und wo, was ändert das? Was bringt das noch zu diskutieren? Du hast der Person nicht die Chance gegeben, was dazu zu sagen, wenn du meinst, Schluss. Also du schreibst deine SMS und fertig ist. Und willst ja auch nicht drüber diskutieren. Aber vielleicht gab es Missverständnis. Vielleicht hast du Schluss gemacht wegen dem und dem und dem. Und dann redest du mit der Person und sagst, hey, weißt du was? Ich glaube, das passt nicht, weil ich habe gemerkt, du hast so und das gesagt oder das und das und das war. Und dann sagt die Person, okay, wow, krass, okay. Aber guck mal, du musst wissen, momentan ist bei mir so und so und deswegen ist es so und so. Und dann löst sich vielleicht etwas. Deswegen, mit einem Gespräch kann man viel mehr sagen, man kann viel mehr nach vorne also ausdrücken, definitiv. Und genau. Und es hat was auch, ich finde, es hat auch was mit einem Wert zu tun, weil du hier sagst, wie auch immer, wenn der Partner es nicht persönlich sagen kann, dann muss man sich nicht vorstellen, ach, dann ist er nichts wert. Ja, doch, das hat was mit einem Wert. Das hat was mit einem Wert zu tun, also mit einer Wertigkeit zu tun. Wenn dir die Person am Herzen lag, dann verdient sie es. Es hat was mit einem Wert zu tun, verdient sie es, dass du nicht per SMS oder was auch immer online Schluss machst, sondern sie verdient es für ein Gespräch. Sie verdient ein etwas Persönliches. Das verdient, glaube ich, jeder Mensch in dieser Sache. Definitiv. Hat was damit zu tun. Also ich sehe das auch so, dass es auch ein eine Wertsache ist. Ich glaube, wenn man mit mir so online Schluss machen würde, sagen wir mal nach 4, 5, 6, 7 Monaten, einfach online, dann fühle ich mich auch so, boah, ich war es ihm nicht mal wert, dass wir persönlich oder dass das mir persönlich gesagt hat oder dass ich auch eine Stellungnahme, das kommt auch noch dazu, dass ich finde das auch ein bisschen egoistisch oder mies, dass du gibst der anderen Person nicht mal die Möglichkeit, auch was dazu zu sagen, weil du einfach der Person vor vollendeten Tatsachen stellst. Und ich denke auch, Schluss zu machen in dieser Art ist nicht okay, weil zum Schluss, also bis du deine Entscheidung triffst, Schluss zu machen, sind ja Sachen vorgefallen. Ich weiß nicht. Also wenn du vorher mit der Person mehrmals gesprochen hast, gesagt hast, das und das sollte sich ändern und sie macht es nicht, selbst dann, glaube ich, hat sie es verdient, dass man es persönlich sagt und nicht einfach meint so, ja, das war's, Junge, man sieht sich. Ja, nee, also finde ich nicht okay. No, no, no. Und ja, es ist, wie du hier sagst, weil man sich nicht traut, trotzdem sollte man es machen. Glaubt mir, Leute, ich bin der größte Angsthase. Ich, wenn ich krank bin,
Also auf Arbeit, wenn ich mich krank melde, mache ich auch nur per Mail. Ich hasse Anrufe. Ich bin auch so, ich hasse Konfrontationen so persönlich. Ich bin auch lieber ein Mensch, die schreibt. Bin ich ehrlich zu euch. Aber bei so einem Thema, beim Schluss machen, selbst da würde ich mich auch so, ich würde mich so zusammenreißen. Oh Gott, ich würde mich so zusammenreißen, aber es würde mich alles kosten, Leute. Es würde mich alles kosten, persönlich zu machen, aber ich würde es machen, ja. Deswegen ist es nicht einfach nur, Hauptsache die Wahrheit ist geflossen, Hauptsache ich habe Schluss gemacht, Hauptsache ich habe nicht so getan, als ob, so tun, als ob, ist sowieso geht gar nicht, aber nein, nee, also das halte ich davon. Man sollte niemandem was vormachen, also wie du hier auch sagst im letzten Satz, man sollte niemandem was vormachen, aber man sollte auf jeden Fall persönlich Schluss machen. Das war auf jeden Fall jetzt meine Meinung. Ich trinke mal einen Schluck Tee, ich habe gerade viel gesprochen. Ja, Leute, also das ist meine Meinung zu der ganzen Schluss machen per WhatsApp, Instagram, was auch immer. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe euch meine Gründe genannt. Was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr? Ist es in Ordnung, online Schluss zu machen? Wenn ja, kommentiert das gerne unten. Also, oder wenn ja oder nein, kommentiert das gerne unten. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Wurde eure Beziehung schon mal so beendet? Und oder habt ihr selbst eure Beziehung so beendet? Und wenn ja, wieso, weshalb, warum? Kommentiert das gerne unten, dann können wir ein bisschen schreiben. Würde mich voll interessieren, was ihr davon haltet. Was ist eure Meinung? Ist okay, nicht okay? Ab wann ist es okay? Ab wann nicht mehr? Was auch immer. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ja, dann war es das auch schon mit diesem Video, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat natürlich. Und ansonsten gerne unten abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Also, peace!